dann gibt es da so einen gewissen Gelehrtenstreit und alle haben recht. Ist nämlich die Frage, pumpen wir eigentlich das Herz zusammen, wie die Herzmassage das gemeinhin so vermuten lässt, oder drücken wir den Thorax rhythmisch zusammen und quetschen alle Gefäße im Thorax aus? Wahrscheinlich ist es beides. Viele von Ihnen werden den Autopuls von Zoll kennen, dieses bandförmige Reanimationsmaschinchen, das auf dem unteren Mechanismus beruht, nämlich den ganzen Thorax komprimiert. Die meisten Experten gehen davon aus, dass eher die Physiognomie des Patienten den Unterschied macht, welcher Anteil was ist. Aber auf jeden Fall werden auch die Lungen komprimiert, nicht nur das Herz isoliert, wenn wir geschlossene Thoraxkompression machen. Wenn wir jetzt mit IPPV beatmen, und da muss ich jetzt Herrn Brause ein bisschen widersprechen, das ist völlig wurscht, ob es ein Turbinen- oder ein Nicht-Turbinengerät ist, Hauptsache der Flow, der Spitzenflow ist hoch genug, der bei IPPV ja sowieso nicht interessiert, weil er da relativ gering ist, dann haben wir bekanntermaßen einen Konstantfluss bei der Inspiration und eine passive Expiration. Wenn wir jetzt auf Ventilation mit IPPV die Thoraxkompression drauf machen, dann sieht das so aus. Das heißt, wir haben eine ständige Oszillation, die auf der Druck- und Flusskurve oben drauf ist und sozusagen diese Werte überlagert, was zu den entsprechenden Änderungen in der Applikation von Beatmungswerten resultiert. Wenn wir das mit BiPAP, B-Level, Duopap, wie immer das heißt, also einer druckkontrollierten Beatmung, die der Patient muckert ja nicht der Reanimation, zumindest meistens nicht, die aber bei der so definiert ist, diese druckventilierte Beatmung, dass sowohl auf dem oberen als auch auf dem unteren Druckniveau die Ventile offen sind und der Druck lediglich gehalten wird, eigentlich wegen Spontanatmungsbemühungen des Patienten. Wenn wir über diese Kurve eine normale Reanimationsthoraxkompression drauflegen, sieht das auch nicht viel anders aus, mit dem einzigen Unterschied, dass die Oszillation, das sind also jetzt original Messdaten aus unseren tierexperimentellen Untersuchungen, dass die Oszillationen noch größer sind und die spontanen Flussoszillationen, die über der kontrollierten Kurve liegen, noch größer sind, da die Ventile geöffnet sind. So sieht das aus. Es sieht aber nicht so aus wie im Prospekt vom Beatmungsgerät. Das darf man sich nicht muss man sich immer vor Augen halten. Also wir müssen erstmal überlegen, maschinelle Beatmung funktioniert normalerweise ja so, dass er entweder kontrolliert ist, das heißt der Respirator kontrolliert die Ventilation bezüglich Druck oder Volumina oder wie auch immer man es einstellt. Der Patient muckert gar nicht. Oder, häufig ja sehr häufig, eine assistierte Beatmung, das heißt der Patient triggert inspiratorische Unterstützung oder kriegt dazu zusätzlich noch mandatorische Volumina, kennt jeder alles. Aber bei der Reanimation haben wir die Störung der Gerätefunktion durch Thoraxkompressionsbedingte Pendelvolumina. Das ist ja so nicht vorgesehen eigentlich. Diese Modi sind ja dafür nicht gemacht. Also wenn wir es ganz streng sehen, ist das eigentlich eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung eines Gerätes, weil diese Moduskonfiguration, egal ob Druck oder Volumen kontrolliert, ob assistiert oder kontrolliert, dienen ja nicht dazu, dass zum Beispiel die Maschine von der Thoraxkompression getriggert wird, sondern von einer patientenbezogenen, ernsthaften Inspiration. Also lange Rede, kurzer Sinn. Eigentlich sind diese Beatmungsformen nur irgendwie, weil wir nichts anderes haben, aber sie sind, wenn man es ganz streng nimmt, ein nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch. Das hat ein bisschen zur Folge gehabt, dass wir uns damit beschäftigt haben und durch Zufall mal was entdeckt haben im Tierlabor, was dann zu einer Geräteentwicklung geführt hat. Und das hat einen gewissen Grund. Was ich hier mitgebracht habe, ist ein Bild aus 1976 aus JAMA von Crilly. Was hier passiert ist, ist Folgendes. Es handelt sich hier um eine arterielle Druckkurve. Oben sieht man ein Kammerflimmern. Danach, nach einer Defibrillation ROSC, diese kleinen EKG-Komplexe, sehen Sie da. Und unten ist eine IBP-Kurve. Und was jetzt komischerweise auffällt, ist, nach dem ROSC sehen Sie den Druck von irgendwie 80 zu 40, das mag ja alles sein. Und vorher sehen Sie riesige Druckschwankungen. Was dort aufgezeichnet wurde, war ein Patient, der beobachtet im Katheterlabor geflimmert hat und der stark gehustet hat und durch diese Hustenstöße wahnsinnige Druckwellen erzeugt hat. Das kennt jeder vom Absaugen eines Intensivpatienten, wo jeder den Alarm stumm schaltet, weil da Druckspitzen mit erzeugt werden. Wenn Sie aber ein Herz haben, was nicht auswirft, sind diese Druckspitzen noch viel, viel größer, weil ja darunter kein Kreislauf rauspumpt. Und das ist jetzt in die Erstpublikation der sogenannten Hustenreanimation, also des Anleitens eines Patienten zum Husten, zum starken Husten, wenn ein beobachtetes Kammerflimmern oder einen beobachteten Ventricular Standstill, zum Beispiel im AV-Block
3 bekommt. Das ist also der Insider-Trick, wie man sich das Thorax-Kompression machen sparen kann. Also was wir damit sehen, Schwankungen des intrathorakalen Drucks haben erheblichen Einfluss auf den Blutfluss, besonders dann, wenn das Herz steht. Das Ganze hat dazu geführt, ein Konzept der sogenannten Chest Compression Synchronized Ventilation zu machen. Normalerweise ist es ja so, wenn Sie links schauen, das ist ein Thorax mit einem Herz drin, dann drücken Sie auf diesen Thorax drauf und drücken sozusagen eine Blutsäule, einen Blutfluss aus dem Herzen hinaus. Aber jeder kennt es auch, dass dann so ein Puff aus dem Tubus kommt. Das ist also fast eine Lagekontrolle und macht immer so jedes Mal, wenn man auf den Thorax drückt. Gerade wenn man mit dem Beutel beatmet, merkt man das sofort. Also wir verlieren sowohl Volumen aus der Lunge, als auch natürlich Druck aus der Lunge, auch wenn es nur kleine Volumen von vielleicht 50 oder 100 Milliliter sind, die da rauskommen, die zu klein sind, um alleine darüber zu ventilieren passiv. Deswegen haben wir jetzt etwas gebaut und experimentell ausentwickelt, was jetzt mittlerweile serienmäßig hergestellt und zertifiziert ist. Eine Beatmungsform, bei der wir dieses Prinzip umkehren und mit jeder Thoraxkompression simultan sehr kurze, druckkontrollierte Beatmungshübe insufflieren. Also wenn man 100 Mal pro Minute drückt, mit 100 pro Minute. Und diese wiederum werden durch diese Ausatmung, durch den Tubus, getriggert. Das heißt, wir haben eigentlich den Trigger nichts anderes gemacht, als ihn falsch rum gemacht. Das heißt, der kleine Expirationshub, der durch die Thoraxkompression bedingt wird, sobald er erkannt wird, schiebt das Gerät dort Gas hinein mit einem relativ gelegenen Volumen, weil passt ja nicht viel rein, wenn man gleichzeitig auf den Thorax drückt. Das heißt, bei 60 Millibar sind das in der Regel maximal näher so 1,5 Milliliter pro Kilo, die da reingehen. Also beim Erwachsenen sind es typischerweise Volumina zwischen 70 und 150 Milliliter. Und das hat den Effekt, dass der Druckverlust aus dem Thorax heraus vermieden wird, sondern ganz im Gegenteil, dazu noch Volumen reingeschoben wird. Und dieses Volumen wiederum muss ja irgendwohin entweichen. Und es entweicht dann als zusätzliche Blutflusselement mit jeder Thoraxkompression zusammen. Das heißt, wenn wir jetzt Chest Compression Synchronized Ventilation machen und haben keine Chest Compressions, dann passiert erstmal gar nichts. Und sobald wir diese Thoraxkompression haben, dann triggert jeder dieser Thoraxkompression diese kurzhubigen Insufflationen, die drucklimitiert sind. Und das Ganze führt zu sehr interessanten Effekten im Gasaustausch, nämlich denen, das ist die erste tierexperimentelle Untersuchung dazu gewesen, da sehen Sie links die Baseline bei Raumluft bei, was weiß ich, 80 PO2 und dann nach 3 Minuten Kammerflimmern wurde dann reanimiert, 4 Minuten, 7 Minuten, 10, 13 Minuten und Sie sehen dort im Vergleich alles mit 100% Sauerstoff, IPPV, B-Level und CCSV und sehen, wie viel höher CCSV damit ist. Sie sehen auch ähnlich schlechte, sage ich mal, IPPV-Werte, wie sie Herr Brause demonstriert hat. Trotz 100% schaffen wir mit den konventionellen Beatmungsformen, das waren ja gesunde Tiere mit gesunden Lungen. Also da war ja jetzt weder Lungen mit dem noch sonst was drin und das war noch keine langen Zeitdauern. Das wird ja zum Schluss immer meistens schlechter. Sehen Sie, dass das deutlich besser oxygeniert. Also die Oxygenation ist durch CCSV offensichtlich besser, was vermutlich darin liegt, dass dieser, sage ich mal, dass ein Piep ist, der damit erzeugt wird, der die Dyskelektasen der Lunge durch die Thoraxkompression verhindert, weil man muss sich überlegen, dass bei der Thoraxkompression, das ist ja wie ungefähr 1000 Mal gegen den Baum fahren mit 100 km/h, wo schon nach einmal gegen den Baum fahren, die dann ein CT des Thorax kriegt und wir machen das dann 1000 Mal in 10 Minuten Reanimation. Wenn wir auf den PO2 in einer anderen Untersuchung schauen, ist das da ganz ähnlich gewesen, da haben wir nur IPPV mit CCSV verglichen, auch da war der IPPV grütze schlecht bei 100% Sauerstoff und CCSV war hochsignifikant besser in der Oxygenation. Also das konnte sehr schön belegt werden. Und jetzt kommt aber noch was viel Spannenderes dabei, nämlich die Frage, was macht die Hämodynamik dabei? Jetzt behaupten ja immer alle, eine Erhöhung des intrathorakalen Drucks stört die Hämodynamik. Also wir haben das auch mal untersucht. Wir konnten das nicht nachvollziehen. Also wir konnten keine Perfusionsveränderung durch konventionelle Beatmung versus Nichtbeatmung feststellen. Also wir können das nicht, konnten das nicht reproduzieren. Das ist in meinen Augen so eine Sau, die durchs Dorf getrieben wird, weil einer es mal glaubt, gemessen zu haben vor 30 Jahren.
Also ich sehe das nicht so. Was man dabei sieht, das sind hier, sehen Sie eine Druckkurve eines Versuchstieres ohne Adrenalin. Die ist entsprechend schlecht, dieser arterielle Druck von 40 systolisch. Der ZVD ist ja auch nicht gering. Und das, was der Unterschied zwischen arteriellem und zentralvenösem Druck ist, ja die Perfusion letztlich. Das sieht ja nicht richtig gut aus, dann noch ein paar Minuten Reanimation. Und jetzt haben wir diese CCSV-Beatmung dazugeschaltet, und zwar in diesen Zeiträumen jeweils, die grün hinterlegt sind. Das heißt, mit Beginn der Thoraxkompression die Triggerung über 200 Millisekunden, also nur während der Kompression beendet, bevor die Dekompression beginnt, führt zu einem sofortigen Anstieg des arteriellen Drucks, weil diese Volumenreduktion durch diese Insufflation im Thorax, durch eine Verbesserung des Blutstroms nach vorwärts, das daraus resultiert. Wenn Sie die Maschine ausmachen, ist das sofort wieder weg, der Effekt. Und zum Beweis habe ich Ihnen mal drei verschiedene Versuchstiere mitgebracht. Das sind die arteriellen Druckkurven. Und da, wo grün ist, ist CCSV an. Das ist durchgehend gemessen. Und da, wo rot ist, ist das Beatmungsgerät einfach aus, ja, oder beziehungsweise dekonnektiert. Und Sie sehen diesen ganz plötzlichen praktisch Abfall der Druckkurve mit und ohne CCSV. Die sieht manchmal ein bisschen so aus wie bei einer IABP. Die wird durch CCSV manchmal so doppelgipfelig, die Kurve. Auf jeden Fall wird die Perfusion signifikant besser durch diese Synchronisation des Insufflationsimpulses mit der Thoraxkompression. Und das sieht man auch ein bisschen in die Gewebeoxygenation. Hier haben wir intrakraniell die Sauerstoffgewebesättigung bei Schweinen gemessen. Die ist, links sehen Sie wieder das Baseline-Paar bei Raumluft, die ist natürlich ungefähr so wie eine venöse Sättigung, so bei um die 50%. Das ist völlig normal. Das ist ja quasi dem kapillären venösen System entsprechend. Und was man jetzt sieht, ist, dass unter IPPV nach auch nur 6 Minuten Beatmung und Reanimation das signifikant schlechter ist. Also offenbar die Kombination von guter Oxygenation des Blutes und Perfusion macht einen Unterschied. Und wenn wir jetzt mal den Normalwert anlegen, dann erreichen Sie mit IPPV praktisch kaum überhaupt mal den Normalwert, selbst bei 100% Sauerstoffbeatmung. Das erklärt, warum wir Leute haben, die Gaga im Kopf sind, obwohl wir die ganze Zeit reanimiert haben, weil die Perfusion plus Oxygenation so schlecht ist, dass das Einzige, was sie verbessert, jetzt auch Freunde der Adrenalingabe, bitte hinschauen, sobald wir Adrenalin geben, kriegen wir das wieder ein bisschen nach oben. Aber ohne Adrenalin, selbst in der Frühphase der Reanimation, haben wir hypoxämisches Gehirn unter IPPV-Beatmung mit 100% Sauerstoff. Das ist bitter zu sehen. Jetzt ist aber natürlich die Frage, wie ist das mit diesem Beatmungsdruck? Jetzt sagen natürlich alle, dieser Beatmungsdruck mit diesen 60 Millibar, das ist so wahnsinnig hoch. Was passiert denn da? Da passiert viel weniger, als man glaubt. Also, wenn wir IPPV beatmen, dann passiert es ja oftmals, dass wir zunächst zum Beispiel 60 Millibar in die Lunge hinein, 600 Milliliter in die Lunge hineinpusten, meinetwegen steigt der Druck auf 25 Millibar an und anschließend drücken wir drauf, die Ventile sind geschlossen und haben dann einen Druck da drin, den kennen wir gar nicht. Das Ventil geht auch nicht so schnell wieder auf, dass das alles wieder rauskommt, weil die Lunge hat ja diesen Preload, dieses Tidal Volumes von 600 Millilitern drin. Und dementsprechend quetschen wir das schon alles zusammen. Und man darf auch nicht vergessen, wenn wir nachher einen Druck von 120 zu 60 messen invasiv unter Reanimation, der Druck herrscht im Thorax, der herrscht auch in Teilen in der Lunge. Wir drücken da ja wie Hirsch auf diesen Thorax drauf, also die Drücke sind sowieso da. Wohingegen bei CCSV ist der Mechanismus ja umgekehrt. Wir drücken erst auf den Thorax drauf und anschließend, während die Kompression bereits läuft, dosieren wir ein kleines Volumen mit maximal 60 Millibar in diese Lunge hinein, sodass wir auch keine Hinweise feststellen konnten, dass weder das Barotrauma im Sinne der Pneumothorax-Häufigkeit wie auch histologische Lungenschädigung, das haben wir nicht auch untersucht, sucht sich in irgendeiner Weise negativ unterscheiden, weil es eben eine kleinvolumige Beatmung nur ist und die Drücke ohnehin existieren. Wenn man also auch in dem Bronchialbaum misst unter IPPV, dann erreicht man, und das Gerät ist meinetwegen auf 25 Millibar Drucklimitation eingestellt, messen Sie trotzdem 80 Millibar in der alveolären Endstrecke, weil das kommt gar nicht schnell genug raus, wenn einer, wie er soll, heftig und schnell und tief auf den Thorax drückt. Was hat es mit den Ventilationsvolumina auf sich? Jetzt haben wir 100 Beatmungen pro Minute bei 100
eine Thoraxkompressionsfrequenz und haben 150 ml, da würde man ja denken, das ist eine Hyperventilation. Da muss ich Herrn Brause mehr als recht geben. Hyperventilation ist eigentlich dadurch definiert, dass die Ventilation einen inadäquaten Abfall des CO2s macht. Nicht, dass es viel Volumen ist, sondern dass die Auswirkung auf den PaCO2 zu einer Hypokapnie führt. Ja? Sonst ist es eine Tachyventilation oder wie auch immer, ja, oder ein erhöhtes Minutenvolumen. Aber wenn wir jetzt das mal anschauen, dann ist ja das effektive alveoläre Minutenvolumen das Tidalvolumen minus des Totraums mal der Beatmungsfrequenz. Und wenn wir jetzt 70 Milliliter anatomischen Totraum haben beim intubierten Patienten, sonst ist es doppelt so viel, also das Bronchialsystem letztlich plus 30 Milliliter für den Tubus und die Gänsegurgel, salopp gesagt, also das Beatmungssystem bis zum Ventil, haben wir ungefähr beim beatmenden Patienten bei den meisten gängigen Systemen an Geräten mit einem Ventil, das vorne dran sitzt, am Schlauch, haben wir etwa 100 Milliliter Totraumvolumen. Wenn wir jetzt IPPV beatmen, wie wir das sollen, mit 1600 Milliliter 10 pro Minute, haben wir natürlich, wenn wir das abziehen, ein effektives Minutenvolumen von 5000 Millilitern. Jetzt sind wir wieder bei den gleichen Zahlen, die Herr Brause auch schon gezeigt hat, deswegen passt das so gut. Wenn wir CCSV machen, bei 100 bis 120 pro Minute, haben wir ein Tidalvolumen von 150 minus 100 Totraum, haben wir nur 50 effektive Ventilation und haben damit ein effektives Minutenvolumen zwischen 5.000 und 6.000 Millilitern. Also sehr ähnlich und in dem Zielbereich und sollten dann erwarten, dass wir damit ja, sage ich mal, zumindest keine Hypokapnie erzeugen. Jetzt muss ich mal einen Exkurs machen und ein bisschen in das Hornblasen des ersten Vortrags. Wir haben auch mal geschaut am Simulator, da haben wir 100 Rettungsdienstmitarbeiter über einen umgebauten Reanimationssimulator gejagt und haben IPPV, B-Level und CCSV dort mal ausprobiert, Voreinstellung gegen erzielte Werte, und haben geschaut, da haben wir praktisch ein richtiges Lungenmodell reingebaut, was passiert eigentlich mit den Werten, und haben da auch festgestellt, dass bei IPPV wir in 51% der Fälle ein zu niedriges Zugvolumen haben, also die Toleranzgrenzen technisch bei 450 Eingestellten sind 400 bis 500 plus minus 10%, mehr will man von so einem Gerät nicht normativ, während bei B-Level der Druck bei über 50% der Patienten bzw. der Versuche zu hoch war. Also auch wir konnten im technischen Simulationsmodell reproduzieren, dass diese nicht bestimmungsgemäße Gebrauch konventioneller Beatmungsmuster reproduzierbar so ist, wie er ist. Jetzt nochmal zu der Frage adäquate Ventilation. Wir haben ja eben ausgerechnet, wie das mit den Minutenvolumina aussieht. Hier haben wir wieder Baseline, hier haben wir mal das PaCO2 angeschaut, und hier sieht man das, und auch das hat der Brause ja auch bestätigt, dass unter IPPV-Beatmung, selbst wenn wir normokapnisch starten, weil wir ja sozusagen die Schweinchen erstmal tot gemacht haben, dass wir nach 8 bzw. 12 Minuten Reanimationsdauer eine Hyperkapnie haben mit den Empfehlungseinstellungen für IPPV, während CCSV es schafft, tatsächlich die Normokapnie aufrechtzuerhalten, möglicherweise nicht wegen eines höheren Volumens, sondern weil diese Auswaschung einfach besser funktioniert und weil diese Drücke während der Thoraxkompression auch Dystelektasen verhindern. Das sehen wir auch am PO2, weil einfach der Ventilation teilnehmende Teil der Lunge offensichtlich etwas besser ist in dieser Beatmungsform. Jetzt gibt es noch etwas, was viele etwas irritiert im praktischen Leben, nämlich die Kapnographie. Weil alle sagen ja, Kapnographie ist ein Marker für vielleicht besseres Outcome oder gute pulmonale Perfusion. Logisch, wenn ich eine gute Thoraxkompression habe, eine gute Perfusion habe bei gleicher Ventilation, dann habe ich ein höheres CO2. Das weiß jeder, der sich damit ein bisschen auskennt. Und typisches ETCO2 in der CPR, was wir gerne haben wollen, ist ja irgendwie über 10 bis zu 20 mm Hg, auch wenn es arteriell bei 50 ist, das liegt halt an der schlechten Perfusion. Jetzt haben wir aber bei der CCSV-Beatmung, sagen viele, ja, da ist die Perfusion ja ganz schlecht, das CO2 ist ja viel niedriger. Warum? Das typische CO2-Kurve sieht bei CCSV ist eher bei 5 bis 15 oder auch mal unter 10. Das liegt aber nicht daran, dass die Lungenperfusion schlecht ist, sondern das ist schlichtweg dem geschuldet, das kennt man von der Beatmung beispielsweise auch von Säuglingen, dass durch diese hohe Frequenz und das Pendelvolumen im System, wenn wir die Kurve übereinander legen würden, diese Kurve schlichtweg gekappt ist. Wenn wir also kurz die Beatmung mal stoppen,
dann haben wir auch diese hohen CO2-Werte, wenn wir mal eine komplette Expiration eines größeren Zugvolumens hätten. Also das darf einem einfach nicht irritieren, dass das CO2 messtechnisch bedingt bei dem Pendelvolumina und bei der Frage, wo es auch gemessen wird oder welcher Absaugrate und mit welcher Abtastfrequenz niedriger ist als bei der typischen IPPV-Beatmung. Das darf einem einfach nicht irritieren. Es ist ohnehin, sag ich mal, kein prognostischer Marker. Also es ist zumindest mutig daran, irgendwelche Maßnahmen abzuleiten. Wenn Sie jetzt CCV machen, haben Sie hier so eine ganz typische Kurve, die ist vom Gerät bedingt. Das ist zum Beispiel jetzt eine kurze Pause, oben die Druckkurve, unten die Flusskurve. Zum Beispiel für eine Intubation oder weil es wackelt oder weil einer kurz irgendwie mal Puls tasten will oder den Defi checkt oder das EKG analysiert. Wenn diese Pause, und das ist ganz intelligent in der technischen Konfiguration des am Markt befindlichen Gerätes, wenn diese Pause etwas länger dauert, dann springt nach einer definierten Zahl eine Backup-Beatmung im Sinne von IPPV rein. Sei es, weil der Patient zum Beispiel ROSC hat, dann kann man das betreiberseitig programmieren, zum Beispiel nach 20, 30 Sekunden springt dann die Backup-Beatmung an. Und wenn Sie die jetzt zum Beispiel auch runterstellen auf 60% Sauerstoff, ist auch nicht schlimm. Sobald man dann wieder anfängt, fünfmal auf den Thorax zu drücken, also fünf Triggerimpulse nacheinander kommen, sagt das Gerät, oh, da ist was passiert, anscheinend flimmert er wieder, anscheinend wird wieder gedrückt und switcht automatisch wieder auf diese CCSV-Modus mit der synchronisierten CCSV-Beatmung und stellt das Gerät auch auf 100% Sauerstoff wieder um. Das ist so ein bisschen Fuzzy Logic, damit man eigentlich nichts verstellen muss ab dem Beginn der Reanimation, egal ob der Patient ROSC hat oder wieder reanimiert wird. Jetzt stellt sich die Frage, macht das Ganze überhaupt Sinn? Ich habe hier mal schon ein bisschen zurückliegende Daten von der Berufsfeuerwehr Köln mal mitgebracht. Dort hat man auf so einem Oberarztneft das Gerät eine ganze Weile mitgeführt und das einfach mal mitgelockt. Da sind 34 Patienten teilweise erst verzögert durch praktisch einen zweiteintreffenden Notarzt mit CCSV versorgt worden. Hier sehen Sie dann die Zahlen vom Deutschen Reanimationsregister im Vergleich, was ROSC-Raten betrifft. Da waren es immerhin 62% ROSC in dieser CCSV-Gruppe. Es waren 50% Entlassene. Aber was viel interessanter war eigentlich bei dieser kleinen, sag ich, Fallserie, sind die Beatmungsdauer der entlassenen Überlebenden, die alle ein CPC 1-2 hatten. Nämlich drei dieser fünf hatten wirklich Reanimationsbeatmungsdauern zwischen 25 und 40 Minuten. Und das sind ja genau diese Zeiträume, wo das immer schlechter wird alles. Und die haben das neurologisch intakt überlebt. Also das ist zwar einfach nur Fallserie, aber zumindest ein erster Hinweis, dass es nicht schlechter ist als das, was konventionell der Fall ist. Zusammengefasst, wir haben bis heute keine Leitlinienempfehlung zur Beatmung bei ALS. Da hält man sich diskret zurück, 10-mal pro Minute, wie, was, steht nicht drin. Hat auch keiner recherchiert. Die konventionellen Beatmungsformen sind für die Reanimation nicht entwickelt. CCSV ist derzeit das einzige Beatmungsmuster, das speziell für die kardiopulmonale Reanimation designt wurde und optimiert dabei die Oxygenation und Perfusion gleichermaßen, also das, was wir brauchen. Ja, damit vielen Dank und ich hoffe, wir haben noch ein bisschen Diskussion in der Folge.